Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Stronghold, Mann. Skyrim. Ach ja, hier haben wir schon einen abgeschossen. Okay. Stimmt, wir waren doch da oben drauf, oder? Ich erinnere mich. Der ewigen Ausdauer. Lecker, lecker, lecker. Oh. Abgeschworenen Pfeile und ein Jagdbogen. Okay, ich würde sagen, wir gehen in die Bruchturmschanze mal rein. Oh, Mist. Ich glaube, das gibt Ärger. Ja, ja, ich dich auch. Wie du siehst. Zum Glück schreckt er dadurch immer... Aua! Ein bisschen zurück. Komm schon. Verdammt. Oh Mann! Verdammte Scheiße. Und der hat kaum Schaden genommen, oder? Okay. Komm, wir müssen da irgendwie anders agieren. Ihn wahrscheinlich angreifen. Pass auf, da ist eine Rune. Die habe ich schon von Anfang an gesehen. Hier wahrscheinlich auch. Stirb, komm. Immer rauf hier, immer rauf. Sehr gut. Und Seele gefangen. Wunderbar. Die hat wohl scheinbar sogar irgendwo reingepasst. Schwarzer, noch einen schwarzen Seelenstein. Ach du Scheiße, was ist hier? Ist ja krass. Schrein von Dibella. Okay. Pass auf, dass du da nicht reinläufst in diese Rune, die vielleicht aber auch verschwunden ist mittlerweile schon. Moment, hier. Sie scheint weg zu sein, oder? Meine Mutter war eine starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwert kann. Hjaltis Schwert? Das sieht aber auch nach irgendeinem Artefakt aus, was wir brauchen. Elfenbogen der Angst. Ich nicht beigebracht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ja. Ist alles wunderbar, Mjoll. Hjaltis Schwert, das brauchen wir bestimmt irgendwann. Vermute ich einfach mal. Aber dann müssen wir das wahrscheinlich auch ewig mit uns rumtragen. Ach, egal. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal... Aha. Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Du bist auch scheinbar sehr mächtig, wenn du gefesselt bist. Ich bin hier, um euch zu retten. Bin ich das? Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Poetia hat mich geschickt, das spielt keine Rolle. Hier? Molag Bal? Schon gut. Ja, Molag Bal. Ach, der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Richtig. Sehr schön. Ich werde mich mit Molag Bal treffen und seinen Altar in Boetias Namen anbeten. So wie früher. Mach das. Macht mich los, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markart. Du musst nach Markart, dann kommen wir ja wahrscheinlich mit, ne? Hier, lasst mich diese Fesseln lösen. Ach, endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Ich hoffe, du verrätst mich nicht. Ja, kommst nicht raus, wa? Komm, ich schließ auf. Ah ja, lauf du mal. Ich guck mal, ob du hier irgendwas Schönes drin gelassen hast. Ein kleines Geschenk für mich. Nö. Egoistisches Arsch, du. Okay, raus nach Himmelsrand. Und dann blitzschnell reisen wir natürlich nach Markart. Markart müsste ja irgendwo hier sein. Da ist es. Genau. Markart. Und die Reise könnte wieder lange dauern. So, in Markart angekommen. Das hasse ich immer. Wenn wir die Häuser hier suchen müssen. Aber das ging schnell. Verlassenes Haus.
Mal sehen. Ach genau, ich dachte schon, du bist... Bin ich irgendwo gegengelaufen? Wo ist der hin? Ich dachte schon, er wäre dieser Typ hier, aber er scheint jetzt schon vorausgegangen zu sein. Na gut. Meine Mutter war eine starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Könnt ihr euch... Ist er echt schon so schnell gewesen? Kann doch nicht sein. Er kennt den Weg ja besser als wir. Aber es scheint ja ganz so. Huch, jetzt habe ich mich verlaufen. Hä? Moment, haben wir uns verlaufen, Mjoll? Es sieht ganz so aus. Wo zum Teufel bin ich dann? Oh, es geht hier lang. Nein, hier kommen wir doch gerade her, oder? Hä? Oh, ich hasse es. Okay, von hier sind wir gekommen. Richtig, Mjoll? Dann sind wir hier reingegangen. Und dann hängen wir hier fest. Hier geht's nicht mehr weiter. Aber hier ging's doch mal weiter, oder nicht? Hä, jetzt? Ich habe keinen Plan, wieso wir jetzt plötzlich da sind, aber... Ja, ich meine, mich verlaufen zu haben. Aber wir haben's geschafft. Könntet Poetia bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Darf ich ihn töten? Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Er meint mich. Was? Ihr? Ja, ja. Sterblicher. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Dann gib ihn mir. Zermalm Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Der gibt mir den Kolben. Oh, ich hab ihn. Ha! Okay, volle Sau. Komm her, komm. Joll, hör auf. Ja. Ihr sterblich mit eurer zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Was, er lebt wieder? Ich ergebe mich nicht. Aufhören. Aufhören. Ich ergebe mich wohl akbar. Voll die Folter hier. Voll krank. Ihr wollt euch mir beugen. Darf ich nochmal? Ihr wollt mir eure Seele überlassen. Ja. Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Boetia abschwören. Erst entkommen! Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Sehr gut, Mjoll, sehr gut. Hau ihn einfach nieder wieder. Wen? Okay. Das ging schnell. Der Streitkolben von Molagbar. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterblicher. Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Das ist nett. Das ist ja wohl kaum ein passender Preis. Hab Dank, Fürst Molagbal. Jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Na, selbstverständlich. Sehr lustig. Verschwinde. Was hast du dabei? Nichts Gutes. Wir haben jetzt den Streitkolben von Molagbal und soweit ich weiß, war das eine relativ coole Waffe. Kann aber auch sein... Wo ist er denn? Da. Verursacht 31 Punkte Ausdauerschaden, verursacht 31 Punkte Magikaschaden, stirbt das Ziel innerhalb von 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Sehr nett somit also. Stärke 37, was hat Dämmerbrecher so? 28 zum Beispiel. Steckt Ziele für 12 Schadenspunkte in Brand und verursacht bei daraus resultierenden Tod eines Untoten eine Feuerexplosion. Wow. Krasser Scheiß hier. Ja, veredelter Mondstein.
Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich sogar noch brauchen. Aber das muss jetzt einfach mal weg. Oh Gott, hier muss eine ganze Menge weg, oder? Wolfspelze. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Verbranntes Buch. Gewicht 2 Kilo. Was sind das denn für Bücher hier? Granatstein, Drachenknochen, Drachenschuppen, ja. Wunderbar, aber das kann ich jetzt kaum wegwerfen. Bücher ja ohnehin nicht, also will ich nicht. Zaubertränke könnten wir ein bisschen was wegwerfen. So dass wir erstmal reisen können und dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir verkaufen. Beziehungsweise wenn ich das mache. Wundertrunk der Magieresistenz, Wundertrunk des Volltreffers. Bögen, okay. Unsichtbarkeit, dauerhafte, kaum Unsichtbarkeit. Aber es ist viel Geld wert. Ich will das nicht wegwerfen. Geringe Magika, Heilung, höchste Ausdauer, Heilung, bla 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 bla. Des Volltreffers, Bögen wieder, Ausdauer wiederherstellen. Beschwörung verstärken. Ach, habe ich es jetzt getrunken? Nein, ich habe es fallen lassen. Beschwörung verstärken. Gesundheit wiederherstellen. Giftresistenz. Magika regenerieren. Magika wiederherstellen. Das ist mir zu kompliziert. 4 noch. Ah, verdammt. Dämmerbrecher. Eben etwa. Elfenbogen der Angst. Hier halt die Schwert. Verdammt nochmal. Es muss doch hier irgendwas geben, was wir abwerfen können. Oder was? Es wiegt hier irgendwas viel von Großes. Das können wir auch nicht wegwerfen. Das ist doch ein Gewinn gewesen. Es hat kein Gewicht, Galdurs Amulett. Nett. Dädrischer Schild. Ja, so wirklich schwere Sachen sind hier nicht bei. Verdammt! Hier muss doch irgendwas sein! Zum Wegwerfen. Beschworene Streitaxt. Können wir machen. Du kennst bereits beschworene Streitaxt. Tragen wir jetzt immer noch zu viel? Bitteschön, das ist meine Opfergabe, Molag Bal. Für dich. So, und jetzt finden wir hoffentlich den Weg nach draußen. Stimmt, hier sind wir nicht weitergekommen und hier ging es einfach lang, oder? Stimmt. Okay, hätten wir dieses Rätsel auch gelöst und diese Mission absolviert, das bedeutet für mich jetzt erst einmal, dass ich aufhören werde aufzunehmen und dann einfach so nebenbei mal irgendwann werde ich das ganze Zeug verkaufen, dass wir wieder ein bisschen Platz haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Wie viel Zeit haben wir denn? Ja doch. Wieso schlägst du? Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Jetzt geht das hier auch schon los. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann starten wir endlich mal mit der Hauptmission ein wenig. Bis dahin und tschüss.